Guten Morgen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen also ihr wisst schon Bescheid, ne? Zu einer neuen Folge Gossig. G-O-S-S-I-G-3. Ich begrüße auch meinen Gast. Ihr seht schon oben rechts im Bildschirm, steht da was von live und von einer Person, die zuguckt. Das ist nämlich unser lieber Freund Ulix. Guten Abend, morgen Tag. Ich wollte auch sagen, irgendwas auf jeden Fall mit Denke Guten. Dran, es ist mit Guten. Es ist früh um 10. Und der hat sich heute hier mal als Gast eingeschleust. Eingeschlichen. Eingeschlichen ist gut, ja. Eingeschlichen ist gut. Einfach mal, weil er wissen wollte, wie das so ist. Als Gast. Ich spiele natürlich nebenher hier weiter. Wir haben ja hier letzte Folge ja Hammerclan entdeckt und so. Und da werden wir jetzt natürlich erstmal gucken, dass wir hier zurande kommen. Erstmal hier erkunden gehen, so Conny hier, ne? Was ist denn los mit dir hier? Mit mir? Ach, mit mir ist alles wunderbar. Ich mache gerade ein 10 Uhr morgens Kippchen. Haben wir es überhaupt 10 Uhr morgens jetzt? Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Halb elf. Es ist halb, oh ja, halb elf, 20 nach 10, Diggi, das ist ja voll. Halb ja, ich mache auf jeden Fall gerade mein 10 Uhr Kippchen hier. Es ist nicht halb elf, es ist 20 nach 10. Alter, es ist gleich um 12, Mann. Was? Konstantin. Du bist alt. Ich bin alt. Und ich sehe dich hier, wie du durch die Sträucher schwabst, ne? Ist das Sand dafür oder was? Oder was soll das sein? Oder ist das Schnee? Das ist Schnee. Das ist weiß. Das ist Schnee. Einige Dinge werden. Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, wo ich hier bin. Weil hier ist nämlich die tolle Schmiede der Welt hier. Oh Gott, da müssen wir dann noch rein. Das ist, glaube ich, alles voll mit Orks. Da habe ich hier überhaupt keine Lust drauf, ne? Ich muss jetzt erstmal einen finden. Was? Ich dachte, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, ich muss jetzt erstmal einen finden, der mir hier beibringt, wie ich Orks töte. So dass ich dann halt eben mehr Schaden mache. Ich würde mal sagen, wir fangen diesmal auch ganz oben an mit dem Sprechen, nicht immer unten. Dem Grund geschuldet, dass ich jetzt hier schon ganz oben bin. Was haben wir hier? Jäger, Kämpfer, was? Mit dem Sprechen? Ja, na, die Leute halt eben ansprechen. Warum wächst du mich? Hallo Hauke! Oh, hier ist ja noch einer, guck mal. Hallo Jäger. Ich weiß ja auch nicht, ey, das ist. Ich geh jetzt erstmal wieder ganz runter und dann fangen wir da erstmal da unten an. Mit dem Aufarbeiten dieses Kackbuhnennestes hier, das sieht ja aus. Warte doch mal. Bevor du anfängst. Ja. Können wir noch mal ganz kurz erklären, warum das live da oben ist. Also das Ding ist halt, der Carsten, der gute Helmut, der macht das gerade, der streamt das gerade für mich über Steam. Wir wollten es mal ausprobieren, wie das so funktioniert, was man so einstellen kann, ob sich das lohnt. Und es ist eigentlich ganz, ganz nice. Also die Delay ist irgendwie zwischen 10 und 13 Sekunden. Und er kann die Qualität auch einstellen, die ich dann im Endeffekt zu sehen bekomme. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade bei 360p. 360p, ja. 360p. Gut, weil ich halt eben nebenbei noch aufnehme, dass ich dann halt viele Kapazitäten zum Rendern frei habe, ne? Zum Aufnehmen selber. Ja, ja. Nee, ich jetzt richtig. Hier. Rowold! Wisst ihr, an was mich diese Rüstung erinnert? An diese Skyrim-Wolfs-Schieß-mich-tot-Rüstung. Werde ich ja gleich erst sehen. Ja, ja, ich weiß. Aber das erinnert mich an Skyrim, an diese, wie hießen denn die? Du meinst die, nee, nicht Königliche Garde? Nein, wo du dann hier, Nord? Bei der Nord hier, wo du in dieser einen Kämpfergilde da beitreten konntest. Wie hieß denn die? Wo du diese Wolfsrüstung hattest, wo du dann, ach scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weiß das auch nicht mehr, ich weiß aber, welche du meinst. Ich meine, Leute, wenn ihr das wisst, ne, wenn ihr gerade hier zuguckt, ist das, wenn ihr das wisst, einfach mal in die Kommentare klatschen. Kommentieren, dass wir nicht dumm sterben. So, jetzt reden wir erstmal mit Rowold. Hallo. Tag. Hi. Hi. Ich hoffe, du hast keine Orks im Schlepptau. Die Orks habe ich alle umgebracht. Wir haben schon genug Ärger. Noch mehr Orks können wir wirklich nicht gebrauchen. Ach, ein paar Orks mehr gehen schon. Habt ihr Ärger mit den Orks? Ihr habt Ärger mit den Orks? Wenn er das sagt, ja, ne? Sie haben unsere Mine besetzt. Und unseren Schmelzofen. Wir haben viele Männer verloren. Beinahe hätte es sogar Ingvar erwischt. Um Gottes Willen. Scheiß Orks. Scheiß Orks. Wer ist Ingvar? Conny, wer ist Ingvar? Wer ist Ingvar? Verarscht mich. Ingvar ist der beste Schmied der Welt. Ach, der beste Schmied der Welt. Wenn jemand hier vorbeikommt, will er entweder Erz kaufen oder er will zu Ingvar. Und glaub mir, die meisten wollen zu Ingvar. Er ist oben im Dorf. Er ist oben im Dorf. Ingvar, also der beste Schmied der Welt, ist oben im Dorf. Das ist schon mal Welche gut. Mine? Unsere Mine. Wir sind der Hammerclan.
Seit Generationen bauen wir hier Erz ab und schmelzen es im großen Erzofen zu Erzrohlingen. Echten Erzrohlingen. Aber jetzt haben die Orks die Mine und den Ofen. Das ist natürlich... Was ist das für ein Ofen? Der Ofen ist so alt wie die Welt. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat. Er war schon hier, bevor es die Clans gab. Er besteht aus reinem Erz und wurde in den Berg hineingebaut. Glühende Lava fließt durch ihn hindurch. Nur dort kann man reine Erzrohlinge herstellen. So, so. Wenn wir ihn nicht bald wiederbekommen, werden wir keine Erzwaffen mehr schmieden können. Da muss jeder mal sein Schwert behalten und nicht immer nach dem Kampf wegschmeißen, dann könnte er, dann haben wir auch genug Schwerter. Reine Erzrohlinge. Sind andere Erzrohlinge nicht rein? Normale Erzrohlinge sind immer noch durchsetzt mit Eisen und anderen Substanzen. Bei reinem Erz sind diese Sachen alle verdampft. Ich will nicht wissen, was der kostet. Waffen aus reinem Erz sind selten und kostbar. Selbst wir vom Hammer-Clan haben sehr wenige von ihnen. Nur die größten Krieger führen so eine Waffe. Ich will also eine Waffe haben. Was unternehmt ihr gegen die Orks? Reto kümmert sich darum. Er ist unser bester Kämpfer. Was genau er plant, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch Hilfe. Na, bestimmt braucht er Hilfe. Das ist doch jedes Mal so. Wenn es hier um Orks geht, braucht er Hilfe. So, da wollen wir mal gucken, ob wir diesen Retro... Ne, wie hieß er jetzt? Retro. Wir suchen einfach Horst. So, wo ist er hier? Jäger. Retro. Die Mine ist eine geile Axt. Wenn du zu den Schmelzern willst, musst du ins Dorf. Werde ich ja gleich auch sehen. Ingvar ist oben an der Schmiede. Ich suche Xardas. Xardas? Nie gehört. Na toll. Frag beim Wolf-Clan. Sie kommen im ganzen Land herum. Na klasse. Was ist los? Wir haben ein Problem mit Orks. Ach was. Darauf wäre ich nie gekommen. Hey, nicht frech werden. Die Schweine haben unsere Mine besetzt. Und ich muss sehen, wie ich sie daraus bekomme. Am besten ist ausräuchern. Du brauchst Hilfe. Gut, die ganze Karre anzünden nach unten und ausräuchern. Wie wär's, wenn du dir ein paar Leute schnappst und die Mine freimachst? Na klar. Hör bloß auf mit der Scheiße. Warum sollte ich dir helfen? Weil du eines unserer Schwerter haben möchtest. Ah. Die Orks haben den Ofen. Ohne Ofen keine Schwerter. So sieht's aus. So. Was soll ich tun? Du und deine Männer stürmen das untere Tal. Dort ist der andere Zugang zur Mine. Ich und meine Männer? Ja, wenn es so einfach wäre, könnte ich es auch selbst machen. Du solltest dir ein paar Männer suchen, die dir helfen. Alleine hast du keine Chance. Wo kriege ich die Leute her? Ich habe niemanden über, sonst hätten wir es schon gemacht. Vielleicht helfen die anderen Clans. Frag doch mal. Das kannst du jetzt nicht dein Ernst sein, du Assi, Alter. Jetzt soll ich wieder da runter zu dem scheiß Wolfsklan rennen, oder was? Du und deine Männer werden den Laden von unten hochnehmen. Was ist mit euch? Wir werden warten, bis ihr soweit seid. Dann ich hab nicht mal einen Teleportschein zu der Bude da unten, ne? Ich hab da keinen gefunden. Ich gebe dir Mord mit. Er zeigt dir den unteren Eingang. Ja, fit bin ich schon, aber ich will da nicht wieder hinlaufen. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Am besten du erledigst das selbst. Angeblich kann man den Dingstein bei dem Händler kaufen, aber ich habe bei denen keinen Teleportstein gesehen hier. Da haben wir ein mächtiges Sinnlos schon wieder. Ja gut, also haben wir hier schon mal die Aufgabe gekriegt von dem Assi hier. Wir sollen den seine Mine befreien. Ich kann jetzt hier einfach reinlaufen und kann einfach alle umbringen. Am allergeilsten ist ja das hier, ne? Dass hier das Erz durchfließt durch den Berg. Siehst du gleich, musst du gleich angucken. Spannend. Aber ich sag mal so, wenn du, ich meine, du willst ja so ein Schwert haben, ne? Ja, ich will halt ein Schwert haben, was stärker ist, ne? Und guck mal hier, ein Speer! Putz! Oh ja, das gibt's ja nice aus. Putz! Hallo Krieger, Putz! Oh, au! Jetzt wirst du was erleben! Das sag ich dir, aber jetzt kann er voll was erleben. Putz, zack, schön in den Schlag reingelaufen, der Vollidiot. Nicht mit mir, du bist tot, du scheiß Ork. So, du bist hier der Nächste. Auf geht's, kommt, hopp! Putz! Ihr könnt gleich hier bleiben, ihr Idioten. Da unten stehen nämlich noch ein paar mehr Krieger. Putz! Oh lol, das sind nicht nur ein paar mehr Krieger, das sind. Oh, da sind ja eine mehr! Putz! Aua! Shit! Hallo Speer! Ist der Nächste, der tot ist hier. Zack. Jetzt müssen wir hier ein paar Giftpfeile ausrüsten, wa?
Schlitz. Oh! Hallo Anführer. Wieso bist du nicht vergiftet, wenn ich dich gerade vergiftet habe? Ich hätte vielleicht abspeichern sollen, bevor ich hier reingehe. Wie ist es denn, hä? Auch das ist aber schön, dass du hier hochläufst. Komm mal her. Komm. Ja, komm. Jetzt wirst du was erleben. Jawohl. Macht was für euer Geld, ihr Orktöter hier. Auf geht's. Von wegen, ich schaff das nicht alleine. Das ist ja wohl lächerlich. Aua. Sieh grad nix. Stirb! Den hab ich gezeigt. Den hab ich gezeigt, das sag ich dir. So, weiter geht's hier. Nächster am Anschlag. Das leckt hier gerade ein bisschen. Ja. Hier ist noch ein Krieger übrig. Ich hab's noch nicht verlernt. So, seht ihr? Von wegen, das kannst du nicht alleine. Kann ich doch. Ich kann nämlich hier reinrennen und alle hochholen. Du Arsch. Ein epischer Kampf, mein Freund. Ja, episch. Du schleichst herum wie ein Wir Dieb. Sind episch, weil wir glitzern. Solltest du eine Pause gönnen? Sehr, sehr gut, mit einem Glas König-Cola. König-Cola. Sehr gut, dass Sie das erwähnen, mein ehrenwerter König. Denn ich guck da nämlich nie drauf, ob ich noch Lebensenergie habe oder nicht. Das ist aber gut, dass du das sagst. Da kann ich nämlich hier so einen Heiltrank und so ein Stück Fleisch schön und abspeichern. Gut. Ein ordentliches Beefsteak jetzt hier, mal hier. Oh ja. So, was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Besonderes? Oh lol, jetzt wird das rot. Was ist das denn? Fick dich! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh nö! Siehst gleich, was ich meine, Alter. Nein! Oh nein! Nein! Scheiß Schaman, Alter. Kackwichser! Geh ab, lass mich in Ruhe! Oh nö! Gut, dass der seine eigenen Leute trifft, der Vollidiot. Weißt du, so doof sind Orks. Scheiße. Alter, das werden immer mehr. Butz! Shit! Schlitz! Und weg! Was ist denn mit ihm hier, Alter? Ja, läuft bei ihm hier, würde ich sagen, ne? Das ist, oh shit, das ist der sogenannte, das war Aladdin aus der Wunderlampe. Alter, wie viele jetzt hier gleich herstürmen? Och, ich gehe schon hier oben drauf. Mal hier, Schamane! Mal hier, du Arsch! Putz! Und ich greife der mich jetzt nicht an. Tut er. Shit. Nein, jetzt bin ich voll reingelangt. Du triffst mich nicht, du Kackhuhn. Putz. Oh, warte mal, der wird angegriffen, das ist gut. Da renne ich doch wieder zu. Attacke! Stirb. Schön. Sehr schön, sehr schön. Wo ist der Ork? Hier ist der Ork. Tot. Ich hab's immer noch so. Ich weiß nicht, was da dran so schwer ist. Wie ein Dieb. Was schleichst du hier rum? Was schleichst du hier rum? Ich will das hier aufheben, ohne die Animation zu sehen. Deshalb schleich ich hier rum, du Arsch. Lass mich in Ruhe. Ba 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 ba. So, haben wir hier noch was? Klingenstab? Klingenstab? Schamane. Ork. Hier ist noch eine Waffe, schön. Oh, das bringt so viel Kohle. Die ganzen Waffen. Geil. Ich krieg wieder Geld. Ist immer so schön. Wenn man die NPCs dazu benutzen kann, die anderen gegnerischen NPCs auszuschalten. Das finde ich immer so gut. Das macht Spaß. Vor allen Dingen sagen sie halt eben, das geht nicht, du kannst da nicht alleine reingehen. Ich meine, klar, irgendwann wird der Weg zu lang. Ich meine, pullen kann ich sie schon immer zu und kann sie ranlocken, aber das dauert dann halt auch Ewigkeiten. Aber dann müsste ich halt eben nicht zum Wolfsclan laufen, ne? Da habe ich ja nur gar keine Lust drauf. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal den. Den ersten Vorposten. Was ist mit ihm hier? Er hängt da einfach nur so rum. Wir sind auch immer noch im Kampf, angeblich. Oder? Ist das Kampfmusik? Ja, ist Kampfmusik. Ja. Jetzt nicht mehr. Wir sind nicht mehr im Kampf. Alter, das Erz.
geil. Erstmal Erz abbauen. Am allergeilsten finde ich ja, dass ich hier bei der größten Eiseskälte mit einer Assassinenrüstung, was sowieso rumrenne, ne? Kein Schwein kriegt's mit, es interessiert auch keine Sau. Und vorher sagt man mir, ich soll mich warm genug anziehen. Aber ich renne kurzärmlich rum. Das ist aber die beste Rüstung, die ich kriegen kann im Moment. Weiter geht's. Schön Erz. Aber dann gibt es kein Wärme- und Kältesystem. Doch, gibt's. Echt jetzt? Ja. Oh je. Zeige ich dir gleich. Zeige ich euch natürlich auch, weil, wenn ihr hier seht, wir haben hier sonstige Talente, haben wir natürlich jetzt alles erforscht und alles gelernt. Und da gibt's hier Resistenz gegen Kälte und Resistenz gegen Hitze. Erstens erhalte ich da weniger Schaden gegen von Kälte und Feuer, beziehungsweise ich werde resistenter dagegen. Und wir haben ja in der Wüste gesehen, dass wenn ich meine normale Rüstung anhatte, beziehungsweise wenn ich das nicht hatte, diese Resistenz gegen Feuer, habe ich übel lange meine Ausdauer gebraucht zum Regenerieren. Und das ist eben mit dieser Resistenz nicht so. Oh, was ist hier? Ein Mühlenstein. Kann ich den hochheben? Oder ist der zu schwer für mich? Nice! Alter, das ist Hulk, ne? Das ist Hulk. Boom! Und wieder 5 Stärke mehr. So, hier Eiserzader. Mal gucken hier, wo die anderen Orks sind. Ey, ob ich mich hier oben hinstellen kann und die Orks ab... Hehehehe. Nee, ich komme hier nicht drüber, oder? Doch. Oh, hallo, Krieger. Ich stehe hier, ich warte auf dich. Komm her, Krieger! Wieso habe ich nur ein Schwert in der Hand? Was ist da los? Naja, aber auch ein Schwert reicht für den Idioten hier. So. Paparapa. Hier war doch eben noch irgend so ein Erzding. Wo ist denn das? Wo sind das jetzt hin? Das sind jede Menge Erzdinger. Ja, die habe ich ja nur alle schon gelootet hier. Aber hier drüben war doch noch irgend so ein Erzteil, oder? Wo ist denn das hin? Ich habe doch hier gerade so ein Erzding gesehen. Ach so, bevor ich weiter in die Tiefe vordringe. In die Tiefe der Höhle. Also Gothic hat es ja irgendwie mit Höhlen, ne? Erster Teil, die Mine. Uah! Hallo Anführer, das muss doch Anführer sein. Jawohl. Stich! Nein! Toll. Das hat ja super geklappt. Da unten kommen schon die Nächsten. Bis dahin musst du tot sein, Alter. Wo kommen denn vor allem, wo kommen denn die her? Wieso kommen denn die von da unten hoch? Elitekrieger, ach du Scheiße. Das ist jetzt aber nicht so toll. Dann krieg ich jetzt erstmal schön Giftfall in die Fresse, Alter. Wechsel deine Pfeile, du Idiot! Putz! So, einen hat er noch abgekriegt und jetzt geht's hier erstmal volle Bude scharf. Zack, zack, zack. Der erste ist schon tot, dabei habe ich dem gar nichts getan. Nein! Oh, schnell weg hier! Verdammte Axt! Verdammte Hacke, Alter! Nein, nein, beweg dich! Oh. Siehst du gleich, warum? Da unten kommt nämlich wieder so ein scheiß Kackbuhn-Schamane. Ich muss echt mal die Kopfnüsse wieder ausrüsten, dass die hier umfallen, die Gegner. Oh, das war knapp. Was ist denn mit euch hier? Greift ihr mal an, oder was? Jetzt wirst du was erleben! Jetzt wirst du was erleben! So, macht ihr mal. Ich habe hier schon genug getan. Ich muss mich erstmal hier regenerieren. Ich muss mich erstmal von meinem anstrengenden Tag erholen, ne? Ach, ist das schön, wenn die NPCs auch mal was arbeiten, ne? Das ist... Oh, guck mal, hier liegt eine Waffe rum. Du schleichst herum wie ein Dieb. Wieso schleicht denn herum, Alter? Ich steck meine Waffe weg, du Idiot. Dir werde ich helfen. Was ist denn jetzt? Ich reiß dir den Kopf ab. Greift er mich jetzt an? Ich dachte, der greift mich an. Dem hast du's gezeigt. So, der Schamane scheint hier aber da hinten ganz schön Schaden anzurichten bei meinen Mates, wa? Da werden wir uns hier erstmal drum kümmern. Oh nein, nicht den angreifen! Bist du denn des Wahnsinns? Hier, den musst du angreifen. So, Schamane, tot. Habe ich jetzt den seinen Klingenstock auch schon? Oh nee, jetzt ist der Klingenstock schon wieder weggepackt. Ach Mann. So, hier ist der nächste. Am Fallen. Seh nix, Alter. Ist gerade so viel los bei mir. Erstens kann ich hier gar nicht auseinanderhalten, wer hier wo ist. Und zweitens leckt es ein bisschen. Was ist denn hier? Wieso? Wer greift mich denn hier an, Alter?
Wieso greift mich dieser Ork-Töter an? Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Oh, hier sind noch welche. Guck mal. Elite-Krieger, schön. Aha. Er steht oben auf dem Berg und ich kann ihn nicht treffen. Das ist auch sehr interessant. Der greift mich an hier, der Vollhonk. Was ist denn mit ihm? Na komm her, Mann, wenn du hier schon mit gegen mich kämpfen willst, du Ochse. Du Kackmensch. Er denkt wirklich, er kann es mit mir aufnehmen, ne? So, haben wir es jetzt? Bist du jetzt zufrieden? Du liegst jetzt am Boden. Mann, 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 ey. Die Anti-Mates, Conny, ne? Die Anti-Mates. Ist so. Diese Anti-Mates. Oder den loot ich erstmal. So, hatte der nichts dabei? Deine Scheiß... Oh, was? Der hatte eine Barbaren-Streitaxt dabei. Geil! 9800 Gold gibt das Ding. Läuft bei dir, Brody. Ja. Was machst du eigentlich jetzt so an Projekten demnächst? Fällt mir gerade ein. Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Was, schlafen? Das muss auch getan werden, ja, das ist richtig. Also, ich bin ja quasi... Ich kann es ja im Prinzip schon mal verraten. Ich bin ja eigentlich mit Bioshock 1 schon fertig. Ich meine, bis die Folge hier, ne, jetzt hier deine Gothic-Folge online ist, dann ist mein Gothic 1, glaube ich, Zeit... Quatsch, mein Gothic 1. Mein Gothic 1. Nein, mein Bioshock 1, glaube ich, zeitgleich fertig. Das ist am 24. oder 26. September ist das durch. Ist schon alles oben, ne, wird's ja hier, ne, geplant und so, bla bla. Oh, der Mate, die arme Sau. Und dann wird ein weiteres Projekt direkt folgen, weil ich habe ja schon angefangen. Aber das bleibt geheim. Das bleibt geheim? Das bleibt geheim, das weiß ja noch keiner, außer dir und... ich weiß von nichts. Eine. Minenchef, Butzek! Ja, Minenchef, das ist dann halt auch leider dein letztes Stündlein gewesen! Entschuldigung. Muss ich hier mal ganz also kurz ausflippen. So. Also. Was mit ihm hier unten? Der kämpft noch gegen den Hawk schön. Sehr gut. So. Da will mir nur mal einer sagen, ich kann die Mine nicht. Ich kann die Mine nicht ohne den Wolfsclan ausnehmen, ne? Am Arsch! Spiel! Am Arsch! Gut. Steh auf diese ganze Scheiße. Ja, ich auch, Mann, Alter. Steh auf diese ganze Scheiße. Hat er gesagt. Das ist richtig. Hat er gesagt. So, dann wirst du also ein geheimes Projekt anfangen. Das ist richtig. Ist das so Geheimauftrag? Ja? Na, ich sag mal so, also wenn es dann öffentlich ist, ist es jetzt nicht mehr ganz so geheim, aber bis dahin ist es geheim. Also wenn die Folge hier öffentlich ist, ist es nicht mehr geheim. Doch. Also ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob, sie sind nicht mehr lange hin, bis Bioshock 2... jetzt hab ich's gerade verraten. Egal, was weiß drauf. Es ist ja da nicht mehr lange hin, bis Bioshock 2... jetzt hab ich's ja verraten. Haben wir schon Flaschen? Nein. Nein. Nein, ich... Ja, okay, jetzt ist auch egal. Also das ist ja, weil ich glaube, wenn es wirklich der Fall sein sollte, ja, dann ist, ein Tag bevor Bioshock 2 anfängt, ist deine Folge... Jetzt, die wir jetzt hier gerade machen, ist dann da. Ja, oder sie so, kommt ja. Ein Tag oder zwei Tage später, nachdem Bioshock 2 schon angefangen hat. Irgendwie so. Ich kann es dir nicht genau sagen, wann die kommt, weil ich habe jetzt nämlich gerade nicht den Plan im Kopf. Ja, das macht er nicht. Ja, auf jeden Fall wird es Bioshock 2 sein, weil ich depp nicht, ne? Das war so eine Falle. Du weißt ganz genau, ich bin auch so ein bisschen müde, weißt du? Dann nein. So, ja, komm, frag ihn mal. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, und das war quasi deine eigene Kunst. Aber ich kann schon, sagen, es ist deutlich angenehmer als Bioshock 1, finde ich. Angenehmer? Vom Spiel her. Ja, es ist einfacher zu spielen, es geht irgendwie leichter von der Hand und man wird direkt reingeworfen. Aber es ist sowieso, ich habe Bioshock 1 die ganze Zeit gezockt, deswegen bin ich ja noch in der Materie drin, vielleicht liegt es daran. Das kann natürlich gut auch sein. Ja. Ja. Durchaus. Putz! Och nö, Mann, warum haben denn die immer nur solche Scheiß-Schamanen? Was ist denn nicht mit euch? Das ist doch Kacke, Mann, das ist doch Scheiße jetzt. Immer schön hinter dem Speer bleiben. Ach, Schamane, du läufst mir ja gleich ins Messer hier, das ist aber schön. Putz, Schlitz, tot. Sehr schön, so muss das sein. Speer ist auch noch fällig hier und tschüss.
So ist das doch. So wollen wir das doch hier. So wollen wir das haben. Schamane schön. Abspeichern. Immer wichtig. Conny, musst du dir merken? Save early, save often. Du spielst zwar keine Rollenspiele, aber will ich dir mal gesagt haben. Was heißt, ich spiele keine Rollenspiele? Ich let's play sie einfach noch nicht. Ich werde dich zertreten, hat er. Alter, wenn ich hier runterfall, bin ich bestimmt tot. Weißt du, was cool wäre? Ja, was denn? Wenn ich da runterspringe? Nein. Nein. Es wäre cool, wenn es ein Rollenspiel gäbe, so, wo, was du auch zur Zeit spielen kannst. Gibt's sowas? Nee, ne? Naja, Massively Online halt, ne? Also außer sowas jetzt. Ja, aber ansonsten. Zum Beispiel jetzt ein Wirtschaftes Freund. Oder sowas. Das wäre cool. Das wäre noch eine Idee. Ey, vor allen Dingen, es ist übelst geil, dass die Leute, die oben an der Erdoberfläche stehen, angeblich mit den Orks hier gleich kämpfen wollen. Die laufen den ja. Lol, Alter. Lass mich in Ruhe, Mann. Du triffst mich eh nicht, du Kackboden. Putz. Ja, der eine Ork mit der Armbrust gerade, der wollte halt eben hochlaufen, ne? Zu den anderen wahrscheinlich. Mhm. Oh, scheiß Schamane. Nein, lass mich in Ruhe. Du triffst mich nicht, du Idiot. Putz. Oh, was ist das? Der lebt noch! Der lebt noch! Komm runter, dann treffe ich dich auch und tschüss. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich schon sehr schön erwähnt? Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ich drücke auf gefällt mir. Bap, bap. Das will ich auch. Bap, bap. So, wir haben auf jeden Fall schon viele Orks hier umgebracht, ohne die Fähigkeit Ork-Töter. Alter, weißt du, was passieren würde, wenn ich noch Ork-Töter könnte? Mwahaha! Ich glaube, ich gehe mal hoch. Das machen wir aber nächste Folge, meine Freunde. Ich mache jetzt hier schnell einen Cut. Und ja, die Folge ist schon wieder rum. 26 Minuten sind vorbei. Also, wie gesagt, meine Freunde, wir machen jetzt hier einen Cut und in der nächsten Folge geht es hier weiter. Ich gehe jetzt hier schon mal nach oben und gucke, ob ich hier irgendeinen Idiot finde, der mir hier was beibringen kann, von wegen Ork töten und so. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier keine Ork töten kann, ja, aber das geht dann halt noch ein bisschen schneller von der Hand. So, auf jeden Fall kämpfen. Guck mal hier. Was ist das denn, Alter? Die kämpfen hier und hier sitzt der Speer auf dem Boden. Vor allem, wo kommen die Orks hierher? Wo kommen denn die Orks hierher? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte jetzt hier die Folge packen, schön. Kann ich schon mal vergessen. Jetzt muss ich die hier erstmal. Wo kommen denn jetzt die Orks von hierher? Also, das ist ja nur. Das will ich ja nur schon mal wissen, ne? Naja, auf jeden Fall, das werden die ja wohl hinkriegen mit dem einen. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Und so. Mach's gut. Tschüss. Conny, du vielleicht noch? Ja. Gut. tschüss. Tschüss.